Ja, der ist perfekt. Der war echt gut. Der war richtig gut. Yo, Leute, was geht ab? Euer Hartzwarte hier wieder am Start. Heute kommt endlich das Video, wo wir mit den wunderschönen Zip-Roller hier ein bisschen fahren werden und ein paar Wheelies üben werden. Jetzt mit 70 Kubik Setup. Ich bin den einen Tag schon mal hier ein bisschen rumgefahren, um das ein bisschen zu testen. Es läuft schon verdammt gut, aber ich habe jetzt trotzdem noch mal ein paar Teile bestellt, um den noch ein bisschen mehr aufzupimpen. Was ich jetzt genau noch bestellt habe, das erzähle ich euch jetzt gleich. So, hier haben wir ihn stehen. Ich habe ihn noch nicht komplett zusammengebaut, denn die Verkleidung fehlt noch. Die mache ich jetzt aber, denke ich mal, morgen dran. Ja, Luftfilter haben wir jetzt einen kleinen dran gemacht, der Stage 6 Luftfilter. Der war leider zu groß und hat am Reifen geschliffen. Wir haben ihn jetzt so grob jetzt abgestimmt mit dem Setup. Wir hatten zuerst eine 92er Düse drin, sind jetzt auf eine 82er Düse runtergegangen. Also immer stückweise. Dann Gewichte haben wir 6,7 Gramm, glaube ich, drin. Ja, das Zündkerzenbild sieht echt gut aus. Eingefahren habe ich ihn 5 Minuten im Stand laufen lassen, bin dann noch ja, so 1-2 Kilometer mit ein bisschen hin und her gefahren. Und ja, dann habe ich voll am Hahn gezogen schon. Und dann auch nochmal zur Kurbelwelle, weil voll viele meinten, ja, Hartzi, du musst eine andere Kurbelwelle einbauen oder andere Kurbelwellenlager. Nein, so ist das nicht. Das ist nur ein kleiner 70 Kubik Sportzylinder und da ist das nicht zwingend notwendig, eine andere Kurbelwelle einzubauen. Also selbst vom Hersteller ist angegeben, dass die Originalkurbelwelle vollkommen ausreicht. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum da manche so ein Drama um eine andere Kurbelwelle machen. So, ansonsten haben wir jetzt auch nur aus Just for Fun erstmal, ich hatte ja noch Goldfolie über. Und da habe ich innerhalb von 5 Minuten einfach mal die Folie so ein Stück hier drauf geklebt, um zu gucken, wie das optisch aussieht. Klar sind jetzt hier über Falten und so drin, weil wir die, wie gesagt, innerhalb von 5 Minuten mal drauf geklebt haben, weil ich mal ein bisschen gucken wollte. Aber es sieht übelst geil aus. So ein bisschen wie Iron Man. Ich denke mal, dass wir die Folie, die reißen wir wieder ab. Und dann werden wir jetzt die nächsten Tage ein bisschen vernünftig die Folie hier dran bringen und so ein paar Akzente mit der goldenen Folie setzen. Ich denke, das ballert schon ein bisschen, oder? Yeah. So, ich ziehe mich jetzt an, oder ich habe mich schon fast komplett angezogen und dann werden wir damit eine kleine Runde hier mal drehen. Ach, eine Sache, was ich noch sagen wollte, was ich jetzt noch bestellt habe, und zwar habe ich jetzt noch eine andere Kupplung bestellt. Eine Polini-Kupplung, glaube ich, weiß, bin mir jetzt gerade nicht so ganz so sicher. Auf jeden Fall eine Kupplung habe ich noch bestellt, Kupplungsfedern zum Abstimmen, dann einen anderen Keilriemen, ein Lüfterrad, eine neue Kupplungsglocke. Und noch einen neuen Sportfilter, weil den habe ich nur vom Kumpel bekommen, den kleinen hier, aber wie ihr bestimmt sehen könnt, Kamera will nicht fokussieren, aber wie man es ein bisschen sehen kann, der ist total vergammelt und verrostet und dreckig, ja, deswegen habe ich ja nochmal einen neuen Luftfilter bestellt. So, jetzt fahren wir aber mal eine kleine Runde damit. Oh, da wollen wir mal ein kleines Rundchen drehen. Dann noch eine andere kleine Sache, und zwar, wird in circa einem Monat ein Zweitkanal von mir kommen. Also der existiert schon. Da werden dann ja, diverse andere Vlogs kommen. Also nichts mit Motorrad. Ich will das schon mal nur mal andeuten. Ich werde den Kanal unten mal verlinken. Nicht wundern. Ich muss noch ein Titelbild machen, Profilbild dafür. Aber der Name, der bleibt so. für alle, die da Interesse dran haben, ihr könnt den abonnieren, den Kanal. Aber es dauert noch circa einen Monat, bis da Videos kommen. Da wird dann so alles Mögliche kommen. Lost Plays, Sondervideos oder irgendein anderer Shit halt. Alles so, was ich sonst in meiner Freizeit mache, worauf ich Bock habe. Denn ich wurde immer wieder gefragt, ey Hartzi, kannst du mal Sondervideos machen oder Lost Plays und sowas. Und ich habe da irgendwie auch ein bisschen Bock drauf. Gerade das Lost Plays kommt eher von Eike, die hat da richtig Lust drauf. Und ich habe ja sowieso mega Bock immer zu sondern und ich zeige mal so ein paar Ausschnitte auf Instagram und da haben halt mega viele schon gefragt, ob ich nicht einen Kanal darüber machen kann. Und da habe ich gedacht, okay, wir machen einfach so einen Mix-Kanal, wo wir alles so ein bisschen durcheinander bringt, was halt aber nichts mit Motorradfahren zu tun hat. Deswegen für alle, die darauf Bock haben, dann könnt ihr unten den Kanal abonnieren. Jo, so, jetzt sage ich mal dafür, wir machen mal ein paar Wheelies. Nicht wundern, ich habe den Roller schon warm laufen lassen im Stand, 5 Minuten. Drehe ich hier noch ein paar Ründchen, dass der richtig warm ist. Und dann können wir Gas geben.
Nicht wundern, der Roller ist wie gesagt noch nicht komplett abgestimmt. Ich habe ja wie gesagt andere Teile noch bestellt. Das kommt dann alles nochmal die Tage. Da wird dann auch nochmal ein Video dazu kommen. Jo. Denn ich brauche auf jeden Fall eine andere Kupplung, dass er ein bisschen besser vorne hochgeht. Na, ja, der war schon mal gut. Also es geht auf jeden Fall jetzt schon viel, viel einfacher. Aber das Problem ist, dass der Keilriemen, der jetzt aktuell drauf ist, der ist ziemlich abgenudelt und der rutscht ziemlich oft durch. Man hört das manchmal ein bisschen quietschen in der Variomatik. Auf der Kamera wird man es wahrscheinlich nicht hören. Das liegt daran, dass der Keilriemen durchrutscht. Und ich bin auch den guten Rad nachgegangen und habe jetzt den Luftdruck mal ein bisschen abgelassen. Und zwar habe ich jetzt nur noch einen Luftdruck von 0,7 bar drauf und man hat wirklich gleich viel, viel mehr Stabilität drin im Reedy. Jetzt hört man es wieder, der Keilriemen rutscht schon wieder durch. Scheiße. Das kotzt mich richtig an. Das ist halt ja, die Sache an der ganzen Sache. Dass der Keilriemen aktuell immer durchrutscht und ja, ich muss halt echt warten, bis der neue ankommt. Das ist halt echt Mist. Oh, ich muss das Ding wieder anmachen. Wow. Aber das Paket sollte eigentlich morgen kommen. Ah, der war schon ganz gut. Ja, aber ich muss auch noch viel mehr Gefühl ins Gas bekommen einfach, weil ich kippe halt immer noch immer so, nee, also richtig wirklich auf zu, aber ich muss da einen guten Mittelpunkt finden. Aber ansonsten läuft der Roller echt gut schon. Ich setze mich jetzt mal kurz ganz weit vorne hin. Wir können ja einfach mal hier ein Stück durchziehen hier auf der Geraden. So. Also er beschleunigt auf jeden Fall ganz gut. Der Sound, der ist halt mega geil. Der Sound ist richtig geil, aber leider habe ich das Problem, dass der Keilriemen immer durchrutscht. Jo, der war gut, auch wenn ich am Ende ein bisschen schräg kam. So, ich probiere jetzt noch ein, zwei und ich denke, die Fortschritte beim Billy machen, die sind ganz gut. Man muss bedenken, das erste Mal, wo er noch mit 50 Kubik war, da habe ich vielleicht 20, 30 Minuten hier oben geübt. Jetzt mit dem 70er war ich in einem Tag schon mal hier oben einen Abend, da habe ich 20 Minuten circa geübt und ja, jetzt das, was ich heute geübt habe. Also echt noch nicht viel, also im Groben und Ganzen eine gute Stunde bis jetzt. Und ich denke, wenn ich erstmal 2, 3, 4 Stunden trainiere, dann sollte das auch klappen. Jetzt ist ja schließlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich denke, die wenigsten Leute haben ein Reedy innerhalb von wenigen Tagen gelernt, richtig. Das dauert halt. Und ich lasse es ja sowieso langsam angehen. Ich war auch schon mal überlegen, ob ich hier hinten so eine Art Stange dran mache, mit einem kleinen Rad hinten dran, dass ich so gesehen wirklich einen Überfallschutz habe. Dass ich, wenn ich am Kipppunkt bin, ein kleines Rad auf dem Boden ist und ich nicht nach hinten kippen kann. Einfach so zur Sicherheit und dass man erstmal ein Gefühl kriegt zum Kipppunkt. Was haltet ihr von der Idee? Sollen wir sowas mal bauen? Ja, der ist perfekt. Der war echt gut. Der war richtig gut. Ja, der wäre zwar ein bisschen wackelig, aber gar nicht so schlecht. Ja, der war auch wieder gut. Ja, es ist halt jetzt schade, dass wir haben es so ziemlich Mittag, dass über Autos hier stehen, weil ich kann immer nur das Stück hier zum Reedy benutzen, weil ich will zwischen den Autos nicht rumfahren, falls mal was fällt oder so. Dann könnte der Roller ja irgendwo in so ein stehendes Auto einprügeln und dann wird es echt teuer. Irgendwann hat man es wieder ein bisschen gehört, dieses Gequietsche.
Aber genau deswegen übe ich nur auf den Stück hier vorne und ja, gegen Abend ist meistens der Parkplatz leer, dann kann man wirklich die volle Länge hier nutzen. Und zwar gibt es auch einen Grund, warum der Keilriemen durchrutscht. Und zwar ist hier drin die Ölpumpe verbaut. Die haben wir ja deaktiviert und ich habe hier oben das Kabel abgeknipst. Sieht man ja bestimmt noch ganz gut. Ich gehe mal ein bisschen heran. Da, das ist die Ölleitung gewesen und hier läuft das Öl jetzt raus. Man sieht hier auch ganz flüssiges Öl, frisches Öl. Und das geht hier durch den Deckel durch, also durch den Deckel so gesehen und den Motorblock und geht dann in die Variomatik rein, kommt auf den Keilriemen und ja, dadurch rutscht der halt. Ich habe das extra für die Fahrt vorher einmal mit Öl kurz, mit Bremsenreiniger alles schon sauber gemacht, aber ja, es läuft trotzdem immer noch rein und deswegen werde ich auch, wenn jetzt die neuen Teile da sind, dann die ganze Ölpumpe komplett rausbauen. Den Öltank haben wir extra schon leer gemacht, aber es sind halt trotzdem immer noch kleine Reste Öl drin. Ja, das ist halt echt ärgerlich. Naja, das machen wir dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, denn so konntet ihr schon mal den ersten Eindruck von dem Roller erleben, so gesehen. Er läuft echt gut, hört sich super an. Die Verkleidung muss ja auch noch dran, aber ich denke mal, mit der Kupplung und neuen Keilriemen und den ganzen anderen Kram wird er noch mal ein Stück besser laufen. Deshalb sage ich einfach mal, bis zum nächsten Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da, ne? Nicht vergessen. Und ja, für alle, die noch nicht abonniert haben, wenn ihr weiter sowas sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. So, und jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss.